Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Tino Kiesling. Ihr kennt mich eventuell als deutsche Stimme von Yami Tsukihiro in der Anime-Serie Black Clover oder als fiese Hyäne Janja in Die Garde der Löwen, als Simon in der, ich finde, sehr schönen Serie Zoe's Extraordinary Playlist oder, ganz großartig, als das Haus in der Animationsversion der Addams Family, das immer nur gesagt hat: Oh, Traumrolle. Naja, wie auch immer, ich wünsche euch von ganzem Herzen eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit im Kreise eurer Liebsten und habt einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit dem heutigen Türchen von Santiagos Adventskalender. Alles Liebe für euch. Ciao. Im Stall zu Bethlehem. Maria und Josef waren ein glückliches Paar. Maria war hochschwanger und wünschte sich sehr, ihr Kind endlich in den Armen halten zu dürfen. Bevor sich ihr großer Wunsch jedoch erfüllen sollte, musste sie noch eine letzte beschwerliche Reise auf sich nehmen. Maria und Josef lebten in der Stadt Nazareth. Zu der Zeit, als sie ihr Kind bekommen sollten, mussten sie jedoch in die Stadt Bethlehem reisen, um sich schätzen zu lassen. Jeder musste dieser bürokratischen Aufgabe nachkommen, auch die schwangere Maria. Maria und Josef haderten nicht lange. Sie erledigten gewissenhaft, was ihnen aufgetragen worden war. Zu Marias Glück nahmen sie ihren kleinen Esel mit, der ihr ein Stück des langen und zum Teil sehr anstrengenden Weges abnehmen konnte, indem er Maria auf seinem Rücken trug. Trotzdem mussten sie einige Pausen auf ihrer Reise machen, und so kam es, dass sie ein wenig später als alle anderen in Bethlehem ankamen. Es war schon spät am Abend. Die Fremdenzimmer waren komplett ausgebucht, und auch bei den Menschen, die in Bethlehem wohnten, war kein Bett für die schwangere Maria mehr frei.